Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A-Clash oder A-Clash. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber das ist ja eigentlich auch egal und ich denke, wir gehen einfach gleich weiter. Genau, spricht eh jeder, wie er möchte. Die einen können es, die anderen nicht. Manchmal kann ich es, manchmal nicht. Wenn ihr wisst, wie man es ausspricht, dann in die Kommentare. Und zwar in Lautschrift, damit man es dann auch weiß. Oh, neuer Gegner. In der Tat. Ja. Okay. Wafft sich also selber. Was ist das? Stärke des Löwen. Die anderen beiden sind die, die wir schon kennen. Die Nahkämpfer, ne? Ja. Sieht so ein bisschen aus wie der kleine Footy aus Warcraft 3. Ja. Die erste Menscheneinheit. Ja, ja. Ich muss mich gerade nur dran erinnern. So, wir taunten den, beziehungsweise spotten. Spotten, ja, ich denke, wir können ruhig ja, den deutschen Begriff benutzen. Das hört sich nicht so cool denn an. Denn wie hat unser Außenminister gesagt, es ist Deutschland hier. Ja, genau. So, da haben wir jetzt erstmal die zwei Skills hier gemacht und natürlich auf den Fernkämpfer hier drauf. Das ist ja unsere altbewährte Taktik. Die hat bei den ersten drei Mob-Gruppen auf jeden Fall gut funktioniert. Ja, die werden wir weiter verfolgen. So, DD stellen wir mal hier hin. DD ist Damage Dealer, für falls es jemand nicht wissen sollte. Ja, aber ich habe die gesagt. Die? Ich habe ein bisschen gezögert. Ach so. Dann wäre das trotzdem geklärt. Ja. My name is Dan. So, ich will dann auch gleich mal den Selbstheilungszauber von Knocker ausprobieren. Und die castet jetzt hier. Nee, sieht man, wohin die castet? Nein. Dann also ich sehe hier im Moment nichts. Ja, dann macht doch nochmal eine Sekunde weiter. Ich glaube, sie castet hier auf den. Aber angesehen tut sie den Gnom. Ja? Woran siehst du das? Ach so. So von der Modellstellung, von dem Winkel. Dann sagen wir doch mal, er geht hier hin. Ja. Das machen wir nochmal raus, dann geht er dahin. Dann greift er sie. Dass er ausweicht. Bin ja jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Und sie läuft hier rüber und macht dann ihren Selbstheilungszauber. Dann greift sie hier wieder an. Beweg dich! Ah, konnten wir wohl nicht ausweichen. Ja, wir standen zu nah dran. Ja. Ja gut, ist ja auch logisch, dass sie sich dann mitdrehen. Ja. Man kann wahrscheinlich nur ausweichen, wenn man weiter weg steht und dann, wenn der Cast schon unterwegs ist. Oh. Achso, ja, hier wird. Wie wir heilen, wissen wir doch. Wie wir spotten. Sein Winter schon durchschaut. Ich sehe gerade oben bei dem kleinen Avatar sind so zwei Einsen eingeblendet, die zwei Pfeilen. Was bedeuten die denn? Ah, Pleading? Ach, das sind Buffs und Debuffs. Ja. Pfeil nach oben, Buff. Pfeil nach unten, Debuff. Ja, gut, dass du das offensichtlich aussprichst. Ja. Das ist. Ja, man muss. Können die ganz klein sein. Also wir. So, den heilen wir mal. So, lief ja ziemlich gut. Bald ist das erste Level ab, oder? Hier sind ja. Das. Ne, das ist die Energieleiste. Wir kämpfen erstmal und dann gucken wir. In dem Inventarbildschirm gab es auf jeden Fall so einen Level-Up-Punkte-Anzeig-Feld. Wir probieren auch hier Mana von der zu klauen. Wir leben von Mana, ja. Dann heilen wir die. Das ist instant nicht mal das Ding. Ja. Okay. Hat keine Cast-Time. Ja. Sehr schön. Schön reingebombt. Gespeichert. Du speicherst ziemlich oft. Geht schnell und ist sicher. Ja, denk dran, es gibt nur einen Quicksave-Slot. Ah ja. Oh. Das. Okay. Zwei Zauberer. Die heißen nicht bald The Bard of. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen positionieren. Ich würde sagen,
Die läuft dahin. Wer ist die? Unsere Heilerin, die Vendaru. Ich würde den Tank da unten hinstellen, damit er die beiden Nahkämpfer darunter lockt und für den Gnom und den Magier der Weg frei ist zu den Castern. Okay, dann. Ich weiß nicht, meinetwegen machst du das auch anders. Ja, hört sich sinnvoll an. Ich hätte sie jetzt oben hingepult. So, der macht das. Dann fokussen wir den erst und dann sehen wir, wie es hier läuft. Runtergezogen. Jetzt ist unser Heiler steht jetzt schlecht. Wir haben jetzt unsere Truppe auseinandergezogen. Ja, kann man denn durch die Feinde durchlaufen? Oder ist das mit Kollisionserkennung? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ja, man kann wohl nicht durchlaufen. Aber wir sind dran vorbeigekommen. Das heißt, die können sich ja schon mal selber heilen. Ja. Unser Tank. Ach so, ja. Es gibt ja noch einen Vorteil für Heal-Overtime. Sehr praktisch. Wie kostet denn der Zauber vom Tank? Ja, gar nichts. Ja, oh, okay. Wäre nicht viel, ganz gut. Oh, macht auch hier gut Schaden, unser Tank. Ja, gut. Das ist jetzt die vierte Gruppe. Wie heißt die denn eigentlich? Knocker. Knocker. Wer, Wendahu, das ist ein komischer Name. Denzel. Nella. Denzel und Nella sind Standard. Die, so heißt ja jeder zweite. Oh, das macht gut Schaden. Guck, Level ab. Wenn ich das richtig bedeutet habe. Scheint so zu sein, ja. Also speichern und gucken. Ich habe auch gelesen, man kann den Skilltree immer nach Belieben ändern, das heißt, wir können uns eigentlich nicht verskillen. So, wie macht man denn hier Level ab? Ich glaube, das war im Inventar, oder? Skill Tree. Vielleicht ist er nicht falsch. Er hat keine Skill Points. Ach so. Er ist zwar Level 2, aber keine Skill Points. Okay. Okay. Was für Level haben wir hier? Eins. Der Tank hat, meine ich, noch Level ab. Aber auch keine. Okay, aber dann können wir wohl noch nicht. Dann gehen wir mal. Oh, eine Truhe. Oh, da gibt's schön Plinke Schmuck. Aber reichlich. So, was haben wir denn hier? Oh, das würde ich einen Tank geben. Ja. So, was ist das? Magic Armor. Das würde ich vielleicht unserem Gnom geben. Ja, der ist ja Nahkämpfer, der könnte ein bisschen Schaden abbekommen. Und was ist das letzte? Ja, plus 2 Magic Damage. Da darf ich nochmal kurz gucken. Ja gut, das ist halt quasi auch die 2%, ja. Ja, das klingt gut. Ist der... Okay, ihr... Auto-Attack ist physisch, wie wir hier lesen. Das heißt, der Magic Damage bringt dir nichts, da sie ja nicht zaubern kann, also mit Angriffszaubern. Richtig. Dann recyceln wir es mal. Und wir sehen, dass sich das hier so ein bisschen füllt. Ja, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Hängt, glaube ich, vom Item-Level ab. Und wenn das ganz voll ist, dann kriegen wir ein episches. Oh, hier haben wir auch noch was bekommen. Healing dann. Das sollte der Heiler bekommen. Ja. Der Tat. Dann haben wir hier alles gemacht. Speichern wir natürlich sofort. Ich habe dauernd Angst, dass wir sterben. Ja gut, es gab ja so ein Autosave. Das wird wahrscheinlich... Ja, das haben wir schon selber rausgefunden. Aber danke für den Tipp, liebes Spiel. You are doomed, Wheel Swords. Lay down your weapons. Return her to me, and I'll spare your wretched lives. You are in breach of contract with the Goldmonger's Guild, Lord Moonstar. We are in our rights to recover what is ours from your estate. His soldiers are moving to surround us. They're going to attack. We cannot lay our weapons down, even if we so wanted. We are Wheel Swords.
bound by blood contract to the guild. The relic is confiscated. Take up your complaints with our patrons. I see no patrons here. Insolent curs. These are my lands. Kill them. Kill them all. Ich glaube, das ist der erste Boss, hä? Ja. Boss Enemies. So, schauen wir mal, was der kann. Ja. Oh, okay. Okay, also nichts, wo wir ausweichen könnten. Dann sage ich mal, geht unser Tank voll drauf. Schön antanken. Und dann würde ich den Bogen schütten zuerst. Richtig, das ist nämlich das weiche Ziel, wie man wohl fachmännisch sagen würde. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Und die fällt schnell um, macht wahrscheinlich mehr Schaden als der Schwertmann hier. Kann man das nicht rausfinden? Steht das nicht da, was sie an Schaden machen? 15 bis 20 und er macht 10 bis 20. Okay, also tendenziell durchschnittlich weniger. Und alles richtig verkehrt. Oh. Die kriegt hier ein bisschen viel Schaden. Wir haben auch einen neuen Skill dazu bekommen. Okay, hiermit können wir Buffs entfernen. Okay, das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ach, sie kann auch nichts Neues. Aber der Schaden hier, der wird jetzt ziemlich verschwendet auf sie. Sie fällt ja bald um. Das heißt, wir gehen schon mal hier drauf. Auf den kleinen Schwertkampf. Der Cast wäre nicht mal durchgekommen. Was passiert dann? Geht er ins Leere oder sucht er sich automatisch ein neues Ziel oder wird es abgebrochen? Ich, oder? Ich vermute mal, es wird abgebrochen. Oh, was ist das denn? Das ist eine neue Hoffnung. Ah, okay. Ah, ja. Können wir noch nicht unterbrechen. So, du greifst da an. Oh, was haben wir denn hier? Okay, das heißt, wir casten das auf den Feind. Und nach 25 Sekunden explodiert das und heilt alle im Umkreis für von, 600. Von wie vielen Metern? 4 Meter. Das heißt, wir müssten nah ranlaufen. Ja, alle bekommen. Ich überlege, wie sind denn da 4 Meter? Wie viele Meter sind denn sein... Ach, sein Buff ist weg, ne? Ja. Jetzt hätte man das vielleicht ein bisschen einschätzen. Hier können wir es einschätzen. 4 Meter ist okay. Dieser Kreis. Ja gut, ist doch relativ groß. Ja. Aber wir setzen hier lieber nochmal so eine Heilung. Danach hier auch Auto erhitzen. Denzel musste. Ah, wieder und fertig. Oh, ganz vergessen, auf den Tank zu achten. Hab ja jetzt nur auf die Cooldowns geachtet. Gut, ist jetzt noch nicht so akut. Ja. Heilen wir lieber hier nochmal. In 12 Sekunden würde auch noch explodieren. Ich glaube, die sehen wir sogar noch. Ich hoffe es. Wir holen uns hier mal Mana zurück. Oh, sie hat jetzt auch einen neuen Zauber. Sie kann jetzt auch heilen. Das ist schön. Hat aber eine lange Castzeit. Ah, 5 Sekunden, ja. Aber der Tank darf nicht sterben. Bisschen mehr, ne? Mana, flow through me. Gleich explodiert die Heilung. No pride has the little man. Just like a lord to flee when a battle is lost. I don't like this. Even Mornstar is not stupid enough to believe he can take on the guild. It's not the first time a petty noble has contested a contract. All we need to do is survive long enough and he'll be dead or indebted before week's end. We could always give him back the relic. Hmm? It's just some silly old orb. The guild will get it back in the end with double the interest. Our orders were to take it. End of story. Lakshai left no room for negotiation or barter in his command. I will not give it back. We're not giving the relic to those fools. We'll never get our golden links by running away from drooling rabbits. Put those fangs back, or I'll be forced to kiss you. I love the fire in your eyes when you're angry. Enough talk. We keep the orb. Let's just get out of here.
ja, sehr schade, dass er eine Sekunde bevor unser Heilungszauber explodiert ist auf ihm, geflohen ist. Aber wir waren wohl zu mächtig. Der hat schon erkannt, dass er keine Chance hat. Und ich denke, wir machen hier den Cut. Genau. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.